Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bausimulator 2022 mit mir, dem Dobby. Ja, wir sind jetzt immer noch auf der Baustelle. Ich muss jetzt erstmal wieder hier mit der Steuerung klarkommen. So, mit G lange nicht mehr gespielt. Jetzt geht's los hier mit Baumaterial auspacken. Wir bauen immer noch die Premium-Logen, nachdem wir hier dann in den letzten Folgen ordentlich gebaggert haben und auch erdreich verschoben haben. Ja, gefühlt irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, ein Viertel vom Stadion steht. Gucken wir mal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Okay, für zwei Baugerüste aufbauen, knapp 600.000, so kann es weitergehen. Dann sollen wir Deckenelemente liefern, dazu brauchen wir wieder unseren Kran. Dann geht's hier weiter. Und dann nehmen wir uns die Deckenelemente hier einmal aus unserem Warenlager weg. Dann geht es wahrscheinlich jetzt mit Dachaufsätzen weiter und dann wieder ordentlich betonieren. Ja, tut mir leid im Übrigen, dass die Folgen jetzt momentan ein bisschen verzögert produziert werden, aber auch ich bin momentan arbeitstechnisch wieder eingespannt und in meinem Urlaub, den ich jetzt hatte, wollte ich dann doch auch ein bisschen Zeit für mich investiert haben, beziehungsweise für mich und meine Freundin. Weil den ganzen Urlaub nur vorm Rechner sitzen ist auch nicht gut. Ja, dann geht's demnächst wieder weiter mit Anno 1800 als auch mit der K-Manufaktur, den Landwirtschaftssimulator. Nur für euch zur Info, werde ich sporadisch spielen. Da warte ich jetzt auf Landwirtschaftssimulator 2025, welches im November diesen Jahres erscheint. Aber das soll nicht Thema des heutigen Videos sein. Was das sind, waren schon die letzten Dachelemente denn, wenn ich die alle hier weggenommen habe? Na, dann wird's ja wirklich interessant, wie das hier weitergeht. Dann muss ich wahrscheinlich da hinten jetzt gleich die Betonpumpe wegfahren, wenn er dann wieder auf beide Seiten die Elemente dann bereitlegen möchte. So, einmal noch. Et voilà. Genau, jetzt sollen wir die auspacken. Dann machen wir das auch einmal. Komme ich hier durch? Jawohl. Das haben wir. Das haben wir auch. Und dann geht's los mit den Elementen legen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch auf der Seite einmal an, wenn wir sowieso hier schon sind.
und gucken wir mal, wo wir sie drauflegen müssen. Obwohl, kann ich eigentlich von hinten nach vorne arbeiten. Na komm. Jetzt. Jawohl, das war einmal das Gerüst. Aber haben ja alle einen Helm auf, von daher kein Problem. Drei von 48, na super. Aber kein Problem, das kriegen wir gelöst. Hat ja drüben mit dem Dach auch funktioniert. Wobei ich da zuerst erschrocken war, dass das dann doch so viele Dachelemente sind, die wir da auflegen müssen. Aber das ist halt auch, wenn man den Auftragsumfang dann auf hoch stellt, weil man viel Geld verdienen möchte. Dann kommt halt auch sowas dabei raus. Warum er das jetzt da abgelegt hat, fragt mich nicht. Na komm. Was mich halt jetzt hier auch bei diesem, ein bisschen wundert, ist, dass wir hier jetzt nur rechts und links, am Anfang und am Ende des Gebäudetyps, irgendwie immer nur so eine Tribüne haben. Also ich weiß nicht, ob hier in der Mitte denn noch welche hochgezogen werden oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich baue ja das, DLC mit euch zusammen. Aber irgendwie wundert mich dann jetzt das Ganze dann doch schon ein bisschen. Aber wir werden es sehen. Ne, alles nach und nach. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man ja bekanntlicherweise. Und dann gucken wir mal.
Ich frage mich auch, was jetzt hier hinten dann an die Ecke rankommt, die jetzt hier nicht mit Teilen bedeckt wird. Ich höre gerade auch, dass noch irgendwo eine Betonpumpe läuft. Wahrscheinlich die kleinere da hinten. Ach Quatsch, so von hinten nach vorne wollten wir nehmen. Ja, da freut man sich doch schon wieder auf das Betonieren, wenn man sieht, was man hier schon wieder an Teile draufsetzt. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. War gerade dabei, einen kleinen Schluck zu nehmen, aber jetzt verstehe ich das Sprichwort auch: Don't drink and drive. Also nicht trinken und gleichzeitig fahren. Oder Baumaschinen bewegen. Ich frage mich gerade, wo die Teile von hier vorne sind. Na komm. Okay, ich wollte jetzt eigentlich hier vorne an der Ecke anlegen, aber dann machen wir das halt so.
Wenn das hier wahrscheinlich das, die Teile jetzt hier für die Ecke dann gleich noch sein. Und auf der anderen Seite müssten dann die Teile für die andere Ecke liegen. So, die Hälfte haben wir. Machen wir hier mit dem Berg weiter. Anteilen. Ja, aber um nochmal auf das Thema mit den Videos zurückzukommen, während wir hier die Teile verlegen. Es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, man muss halt auch irgendwie Bock auf dem Spiel haben. So, wenn man das Ganze dann mit Zwang macht, dann ist das halt nicht so, wie man das haben will und dann ärgert man sich dann hinterher wieder rum. Gerade wenn es so um, ja, ich sag jetzt mal, Spiele geht, wo man bauen muss oder wo man halt wirklich nachdenken muss, strategisch entscheiden muss. Wie jetzt beispielsweise bei Arno oder, ja, wie Björn es jetzt spielt, den Airport CEO war, glaube ich, das Spiel. Da muss man da auch einen freien Kopf für haben. Und dann geht das nicht, wenn man jetzt irgendwie den Kopf noch mit anderweitigen Dingen voll hat. Deswegen, das sind halt auch so Gründe, neben der Zeit als auch der Gesundheit, warum es hin und wieder dann mal zu Produktionsschwierigkeiten kommt, also was die Videos angeht. Da muss man sich dann einfach ein bisschen in Geduld üben, bis dann halt mal ein neues Video erscheint. So wie wir uns momentan in Geduld üben, was den Notruf 112 angeht. Da warten wir immer noch seit jetzt gefühlt einem halben, dreiviertel Jahr auf das Wechselladerfahrzeug. Als auch auf, ja, ich sag jetzt mal ein gescheites Gameplay-Update. Die sind noch in Entwicklung, also die Entwicklungen wurden nicht eingestellt. So viel können wir sagen. Oder beziehungsweise kann ich sagen, aber ja, es gibt halt noch kein Datum, zu wann da jetzt irgendwie was kommen soll. Ich rechne ja voraussichtlich mit Weihnachten. Nur welches Jahr, kann ich nicht verraten. ja, jetzt Spaß beiseite, ne? Aber wie gesagt, in einigen Games tut sich halt momentan echt nichts. Und die Games, auf die wir Bock hätten, die bei uns in der Pipeline stehen, beziehungsweise in der Wunschliste. Auch da ist momentan sehr wenig zu erkennen oder beziehungsweise man erfährt sehr wenig, wie es dort vorangeht. So, dann haben wir hier die Ecke dann abgeschlossen.
Dann geht's auf der Seite weiter. Ja, toll, hier liegen die Teile genau da, wo die Betonpumpe ist. Super, dann nehme ich erst wahrscheinlich die Teile hier weg, damit ich ein bisschen Spielraum habe. Ich hoffe, ich komme mit dem Auslieger auch bis da hinten in die Ecken rein, wo ich hin möchte. Doch, das sollte funktionieren. So, dann haben wir das gleich mit dem Teileverlegen auch geschafft. Schnappe ich mir gerade das Teil. So. Sechs Teile noch. Und dann geht's wahrscheinlich gleich zum großen Gießen.
Ja, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was hier vorne sich noch tun wird. Weil Deckenteile haben wir jetzt gleich nicht mehr. Da legen wir jetzt gerade die letzten zwei Platten hier noch mit auf. Ich weiß noch nicht, vielleicht macht das jetzt gleich auch wieder automatisch, dass er da Teile noch mit verlegt. Aber ich glaube es eher nicht. So, genau. Ich habe es befürchtet. Wir sollen Beton gießen. So, dann ziehe ich mir den Ausleger erstmal noch ein bisschen weg. Gut, hier läuft noch was rein. Dann nehmen wir, der ist es, beziehungsweise die ist es. Fangen hier auch erstmal ein bisschen an zu gießen. Ja, wobei wir uns eigentlich demnächst mal darum bemühen sollten, dass wir hier den Service-Truck hinkriegen, weil wenn ich mir den Tank als auch den Verschleiß unserer Maschinen anschaue, sollten wir vielleicht wirklich mal darüber sprechen, uns das Fahrzeug hierher zu holen. Okay, wir sind wieder leer. Gut, das läuft. Ich dachte gerade, weil ich nichts gehört habe. So, dann haben wir jetzt hier auch 25% und die restlichen 75 machen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann bauen wir hier weiter. Bis dahin, euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ich bin raus.